Nach Ende des Ersten Weltkrieges ist der Lebenshunger groß im Deutschland der goldenen 20er Jahre. Alte Konventionen fallen, neue Freiheiten prägen den Alltag der Menschen. Es ist eine Epoche des Fortschritts, in der sich das Lebens- und Arbeitstempo immer mehr beschleunigt. Gleichzeitig gehören Armut, Arbeitslosigkeit und Millionen Kriegsversehrter zum Alltag. Um die Herausforderungen der Zeit zu bewältigen, greifen viele auf die Produkte der deutschen Pharmaindustrie zurück. Doch was davon ist Medizin? Was ist Droge? Die Geschichte von Pharmazie und Rauschgift ist eng miteinander verknüpft. Viele Stoffe, die heute zu den harten Drogen zählen, gelten in den 1920ern als wirksame Medikamente und gehören zur Standardausstattung einer Apotheke. Paracelsus, der Arzt der frühen Neuzeit, hat den schönen Satz gesagt: Dosis Fazit Venenum, Dosis macht das Gift. Also ob was wirkt oder starke Nebenwirkungen hat oder gar giftig ist, hängt natürlich sehr oft von der Dosis ab. Das gilt auch für Opium. Es wird aus den Samenkapseln des Schlafmonds gewonnen. Die Kulturpflanze wird schon seit der Jungsteinzeit in Europa angebaut. Um Opium zu erhalten, werden die unreifen Samenkapseln angeritzt und der austretende milchige Saft wird getrocknet. Im 16. Jahrhundert macht der Arzt und Alchemist Paracelsus daraus eine Opiumtinktur, die er Laudanum nennt. Sie wird zum Allheilmittel. Zu der Zeit gab es tatsächlich sehr wenige wirklich wirksame Arzneimittel. Und bei allen Problemen, die Opiumtinktur mit sich bringen, ist es natürlich ein sehr starkes, potentes Mittel gegen alle Arten von Schmerzzuständen und ist ansonsten natürlich auch sehr, sehr gerne verwendet worden, vielleicht weil man nichts anderes Wirksames hatte tatsächlich. Von Zahnschmerzen über Darmbeschwerden bis hin zu Depressionen. Bis ins frühe 20. Jahrhundert wird Laudanum von den Ärzten in ganz Deutschland häufig verordnet. Es war einerseits natürlich als Schmerzmittel beliebt, auf der anderen Seite ist es natürlich auch euphorisierend. Also es ist ja der Grund, warum es heutzutage auch als Droge verwendet wird. Der Rausch als Begleiterscheinung, schon damals eine ungewollte Nebenwirkung. Deshalb suchen Apotheker nach einem Weg, um ein besser dosierbares Mittel zu entwickeln. Das 19. Jahrhundert ist generell das Jahrhundert, in dem die wissenschaftliche Medizin gigantische Fortschritte macht. Und viele Apotheker, die ein Labor hatten und die viele, die sich interessiert hatten über ihren eigentlichen Beruf hinaus, haben experimentiert eben in dem Zusammenhang, dass sie Wirkstoffe gewinnen wollten. Der junge Apothekergehilfe Friedrich Wilhelm Sertöner aus Paderborn experimentiert mit Opium. 1804 gelingt ihm der Durchbruch. Er kann aus natürlichem Opium den reinen Wirkstoff isolieren. Der lässt sich präzise dosieren. Sertörner gibt dem Stoff den Namen Morphium, benannt nach dem griechischen Gott des Traumes, Morpheus. Die Entdeckung ist ein Meilenstein in der Entwicklung moderner Schmerzmittel. Erstmals ist es möglich, den hochkonzentrierten Wirkstoff Morphin im Labor herzustellen und in großen Mengen als Pulver oder Lösung auf den Markt zu bringen. Damit ist der Weg frei für einen völlig neuen Industriezweig, die Pharmaindustrie. Morphin als Schmerzmittel ist vor allem bei der Oberschicht beliebt. Die Einnahme verursacht einen euphorischen Rauschzustand, bleibt aber nicht ohne körperlichen und geistigen Gewöhnungseffekt. Das Verlangen nach mehr führt zum verstärkten Konsum des Präparates. Ein Teufelskreis. Statistiken aus den frühen 1920ern sind alarmierend. Die Zahl der Morphinsüchtigen steigt kontinuierlich an. Wieder ist die Medizin gefragt. Es ist heute noch und war immer der Wunschtraum, ein stark wirkendes Schmerzmittel aus der Opiatgruppe zu finden, das nicht abhängig macht. Und diese Versuche gab es auch schon relativ früh, nachdem er die Abhängigkeitsproblematik bemerkt hatte. Also die pharmazeutische Industrie hat Wirkstoffe produziert und in der Regel war das so, dass die Firma diese Stoffe dann an eine Reihe von Ärzten zum Ausprobieren gegeben haben. Händeringend suchen die Pharmafirmen nach einem potenziell ungefährlichen Nachfolger. Aufwendige und teure klinische Tests existieren damals noch nicht.
1898 stellt Bayer ein Mittel her, das nicht abhängig machen und gleichzeitig auch besser wirken soll als Morphium. Das Wundermittel heißt Heroin und wird vor allem als Hustenmittel eingesetzt. Also gegen Husten wird Heroin oral eingenommen in sehr, sehr geringer Dosierung. Und es macht eben prinzipiell mal nicht high, man hat diesen Schläsch-Effekt nicht, im Gegensatz zu der Applikation durch die Nase oder als Injektion. Und deswegen gab es in dieser Indikation eben auch keine Abhängigkeitsproblematik. Das ist erst später durch Missbrauch eben entstanden. Die Fachwelt lobt den Stoff in den höchsten Tönen. Und Bayer bewirbt ihn in Fachzeitschriften weltweit. In der Deutschen Ärztezeitung erscheint sogar eine Anzeige, die Heroin zur Behandlung von Morphiumsüchtigen empfiehlt. Auch Ärzte jubeln damals, der Wert des Medikaments werde durch seine absolute Ungiftigkeit noch gehoben. Heute ist man schlauer. Heroin ist ein Abkömmling des Morphins, also ein synthetisches Produkt, das im Körper wieder in Morphin zurückverwandelt wird. Also diese chemische Umwandlung in Heroin macht der Körper rückgängig und dann entsteht im Körper wieder Morphin und damit endet man natürlich beim Gleichen. Der Stoff wird zum Kassenschlager. Auch andere Pharmafirmen steigen in das Business ein. Bei Markteinführung liegt die weltweite Jahresproduktion noch bei 45 Kilogramm. 1900 sind es bereits 468. 1913 ist es fast eine Tonne. Und 1925 bereits mehr als das Vierfache. Gegen Ende der 20er Jahre sind es fast 8 Tonnen. Wie gefährlich Opiate sind, zeigt sich in den USA. Dort gibt es zahlreiche chinesische Migranten, die opiumsüchtig sind. Etwa ab 1910 steigen viele auf das deutlich günstigere Heroin um. Die USA hatten dann so eine Art erste Opioid-Krise, den Begriff gibt es ja heute auch noch, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann hat man weltweit versucht, diese Suchtproblematik in den Griff zu bekommen durch Handelsverbote, durch Produktionsverbote, durch Verschreibungspflicht. Und letztlich wurde dann in allen Ländern, in Deutschland, dann Anfang der 30er Jahre die Produktion auch eingestellt. Doch es bleibt nicht die letzte zweischneidige Entwicklung der Pharmaindustrie. 1860 wird Kokain erstmals aus den Blättern des Kokastrauchs isoliert und kommt 1862 auf den Markt. In Amerika wird Kokain damals gerne gegen Zahn- oder Halsschmerzen, gegen Nervosität oder sogar gegen Heuschnupfen eingesetzt. 1863 kommt ein kokainhaltiger Wein in die Regale, auf den selbst Papst Leo der 13. schwört. Und Coca-Cola enthält bis 1906 immerhin 0,25 Gramm Kokain pro Liter. Die Hauptwirkung von Kokain ist eigentlich, dass es die Ausdauer steigert. Und dass es das Hungergefühl dämpft. Und insofern war es zunächst aber ein ideales, in Anführungszeichen, Dopingmittel für Soldaten in dem strapaziösen Krieg, vor allem dann im Ersten Weltkrieg. Der Stoff gelangt tonnenweise an die Fronten des Ersten Weltkrieges. Zum Kriegsende sind die Sanitätsdepots der kaiserlichen Armee bis zum Rand angefüllt mit Kokain. Im Unterschied zum Alkohol. Er ist aufgrund hoher Steuern zu teuer. Kokain füllt die Lücke. Versehrte und ausgediente Soldaten betäuben ihr Trauma. Und viele Apotheker und Ärzte verdienen ganz legal an der Sucht der anderen. Kokain war von Anfang an eigentlich die illegale Droge und hatte insofern den Ruf des Anrüchigen ein wenig, einfach weil es nicht in breiter Front als Medizin gebraucht wurde. Insofern, während man sich bei den Opiaten hinter einer medizinischen Indikation, ich sag mal, verstecken konnte, man hat ja Schmerzen, man hat ja Husten, war das bei Kokain nicht der Fall. Es war sonnenklar, dass wer das konsumiert hat, es aus Rauschgründen tat. In den 1920ern existiert zwar eine Rezeptpflicht, die Verschreibungen werden allerdings leichtfertig ausgestellt. Die Obergrenze für eine medizinische Dosis liegt bei etwa 0,2 Gramm. Doch in alten Rezeptbüchern tauchen immer wieder Eintragungen über die zehnfache Menge auf. Auf die Spitze treibt es ein deutscher Arzt namens Max Bier, der 1926 wegen Beihilfe zum Kokainhandel sogar verurteilt wird.
Dr. Bier war ein Arzt in Dresden, der in wenigen Monaten 3000 Kokainrezepte ausgestellt hat. Und da stellte sich natürlich die Frage, war das medizinisch gerechtfertigt? Oder hat er damit in großem Stile Suchtkranke erzeugt? Und es gab einen Prozess um diese Frage. Und der hat letztlich dazu geführt, dass die Regularien zur Verschreibung von Betäubungsmitteln weiter verschärft wurden. Kokain entwickelt sich zur Partydroge für eine betuchte Oberschicht und reizt auch Künstler und Intellektuelle. Das Magazin Die Deutsche Elite schaltet Mitte der 1920er sogar Anzeigen für kostspielige Kokaindöschen. Für die Dame von Welt sind sie natürlich aus Gold. Für die Presse ist die Kokainszene ein gefundenes Fressen. Sie stürzt sich auf das Thema und berichtet gerne von der Kokainschwemme in den Berliner Bars und Tanzlokalen oder auch von geglückten Verhaftungen einschlägiger Dealer. Also man muss sich vorstellen, dass die Presse in einen Club kommt und findet da drei kokainabhängige Prostituierte und eine Reihe Prominenter vor. Natürlich steht das groß in der Zeitung, das ist eine Sensation. Es hat diesen anrüchigen Touch. Und das begründet eben dieses Gerücht von der Kokainwelle in den 20er Jahren. Tatsächlich war es aber kein Massenphänomen, dafür war es eigentlich viel zu teuer. Und es gibt auch Statistiken, die zeigen, dass also nur sehr wenige Patienten in Krankenhäusern tatsächlich wegen Kokainsucht behandelt werden mussten. Süchtig macht auch ein anderes Medikament, auf das ab 1919 vor allem Kriegsversehrte zurückgreifen. Der Herr, was kann ich für Sie tun? Eukodal bitte. Granatensplitter. Eukodal mit dem Wirkstoff Oxycodon, ebenfalls ein Opioid, wird von der Firma Merck produziert und soll, wie so viele andere Stoffe zuvor, nicht süchtig machen. Es ist ein haltloses Versprechen. In Deutschland wird der Stoff wegen seines hohen Sucht- und Missbrauchspotenzials 1990 vom Markt genommen. Aber es gibt ihn trotzdem noch. Ende des 20. Jahrhunderts hat die amerikanische Firma Purdue Oxycodon wiederum auf den Markt gebracht unter einem anderen Handelsnamen, Oxycontin. Und die Ärzte haben das sehr bereitwillig verschrieben. Und die Patienten haben das natürlich auch sehr, sehr gerne angenommen, weil es ist natürlich total wirksam, sind aber in großem Stile davon abhängig geworden. Und es hat viele in die Illegalität auch getrieben, die dann auf andere sogenannte Straßendrogen ausweichen mussten. Die Folgen sind verheerend und kosten viele Menschen das Leben. Die Zahl der Konsumenten, die jährlich an einer Überdosis Opiate in den USA sterben, hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verzwanzigfacht. Doch nicht alle Mittel, die in den 20ern in Apotheken erhältlich sind, machen süchtig oder gelten heute als harte Drogen. Allerdings bergen einige erhebliche Gefahren, wie etwa Radiumwasser, damals vor allem als Stärkungsmittel beliebt. Die Entdeckung, die das Physiker-Ehepaar Marie und Pierre Curie am 21. Dezember 1898 macht, verändert die Welt. In Radium werden große Hoffnungen gesetzt. Also man hoffte, durch Radiumanwendung Kranke gesünder machen zu können, aber auch Gestresste, Geschwächte stärker. Und in diesem Optimismus gab es radioaktive Lebens- und Arzneimittel zuhauf. Immer neue Produkte werden entwickelt und vertrieben. Radiumpastillen, Radiumzwieback, Radiumschokolade und Radiumhautcremes sind in Deutschland besonders populär. In den USA kommen sogar Radiumkondome in den Handel. In den 1920ern werben Uhrenhersteller mit Zifferblättern, die nachts leuchten können. Für den Leuchteffekt nutzen sie radiumhaltige Farben, die von Arbeiterinnen in Handarbeit aufgetragen werden. Die gesundheitlichen Folgen sind katastrophal. Viele Frauen erkranken schwer. Die Verantwortlichen reagieren zwar, aber es dauert noch bis in die 1950er Jahre, bis Radiumprodukte nicht mehr verkauft werden. Natürlich muss man sehr, sehr viel lernen, auch auf sehr schmerzliche Weise, über Nebenwirkungen, über die Problematik, die Arzneimittel auch mit sich bringen.
Man muss aber sehr deutlich sagen, dass also gerade Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gigantische therapeutische Erfolge durch und mit Arzneimitteln erzielt wurden. Ein besonderes Highlight, das ziemlich genau 100 Jahre her ist, ist die Entwicklung des Insulins. Das ist sicher einer der größten Erfolge der Arzneimitteltherapie, weil dadurch also eine bisher absolut und zu 100% tödliche Krankheit nicht geheilt, aber in einen chronischen Zustand überführt werden konnte. Und was denkt ihr über Drogen? Soll man sie grundsätzlich verbieten? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder ein Abo.